Einreicht. So, und ganz langsam bauen wir jetzt die Chemiebude. Ich nehme an, das wird eine Flüssigkeit sein, wa? Ja. Ich brauche mehr Rohre. Und dann mache ich mit der nächsten Chemiefabrik. Bin ja gespannt, was es jetzt für ein Match gibt. Wieso, was machst du denn gerade? Competitive. Mit? Das 2. Okay. Ach ne, hatte ich letzte Runde gewonnen. Da wo du nur abgehauen bist, einfach so. Hä, was? Ich bin da wo du einfach abgehauen bist. Ich bin abgehauen? Als ich in dem MM war und du hast gestreamt. Bin noch nicht abgehauen. Mal habe ich jetzt Schwefelsäure hergestellt, ne? Mit der Schwefelsäure? Ah, kann ich jetzt Batterien bauen, okay. Batterie. Ich glaube, ich brauche noch einen leuchtenden Lamp. Aber suchst du ganz schön jetzt hier um die Uhrzeit für das 2-Match. Ja gut, die ganzen Amis sind wahrscheinlich nicht da, ne? Bin schon bei einer Minute 30 hätte. Oh, ho, ho, ho. Bin mal eben ganz kurz auf Toilette, bis gleich. Jo. Kupferplatten, wir haben hier natürlich noch ganz viele. Die Frage ist, kriege ich die umgelenkt nach da unten? Ja, ich glaube, ich krieg's hin. Weg mit den Kacköfen hier. Was noch? Eisenplatten. So, wieder da. Jo, BB. Dann mal Greifarm.
Da sage ich jetzt, ich will Batterien nur haben. So, zack. Nicht genügend Strom. Schwefel. Wo bleibt mein Schwefel? Hier oben hängt nix. Operation. Handschuhe könnte man sich mal kaufen. Oh je. Listen fangen 205 an. Schon aber voll scheiße. Komm, der letzte Raum ist momentan Lobby offen. Küchen zu verkraften, das ist schon schön. Das Schwefel kommt jetzt auch relativ gut dazu. So, irgendwas wollte ich jetzt machen. Ah ja, die ganze Kacke aus meinem Inventar holen. Bin ich ja mal gespannt, welche Map es jetzt wird. Ich habe jetzt das 2, Cage, Cobblestone, Mirage. Na, entweder es wird Cage oder das 2. Oder auch gar nichts. Auch jetzt ein Moment, es wird Mirage. Das dann. Happy Birthday, David. Happy Birthday. So, Akkumulatoren. Wie baue ich die jetzt? 5 Batterien und 2 Eisenplatten. Das ist ja billig. Mhm.
durch. Jetzt aber. Na, zumindest hat hier schon mal keiner russischen Namen. Na juhu. Kannst ja echt glücklich sein, wa? Shit. Jetzt passt es. Oh, so viel wollte ich gar nicht herstellen. Ist egal. Hallo. Ja, wieder ein schönes Team. Okay, na gut, wenigstens einer redet. Fängt die anderen, die anderen schreiben. Naja, immerhin. Boah. That's 42. Nice, good job. Was ist denn jetzt los? Was denn? Was denn jetzt los gewesen? Achso, na, wir hatten den letzten hat mal angehittet und der eine rennt da mit Messer hin und einmal klack. Hm. Ja, und der Gegner ist dem halt voll in die Arme gerannt damit, ne? Hm. Hab ich die Bombe? Na gut. Verbindet sich mit dem Stromnetz und speichert elektrische Energie. Da bin ich aber immer gespannt. Verbindet sich mit dem Schaltungsnetz. Klappt irgendwie nicht so. Sinitar, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, das kann man glaube ich schon sagen, ne? Ich glaube, man kann schon sagen, guten Morgen. Ja. Morgen kann man sagen. Alles fit bei dir? Gut geschlafen? Dürfte nicht, haben gut geschlafen. So gut wie gar nicht. Ja,
Darf ich dir zu deinen Akkumulatoren einen Tipp geben? Na klar, immer her mit Tipps. Ich spiele das ja, wie gesagt, das zweite Mal ist das jetzt, ne? Deswegen immer her damit. Oder sind meine Akkumulatoren scheiße? Das kann natürlich auch sein, dass die kacke sind. Das will ich natürlich nicht hoffen, ne? Flugroboter-Bestandteil. Oh Gott. Geschlafen? Komm aus NB. Was heißt denn NB? Notfalldienst? Sagt meine Map. Kupfer, Eisen. Also Kupfer hast du hier echt genug. Eisen auch. Das muss ich mir natürlich alles erkämpfen erst. Guck mal. Rot. Das heißt wahrscheinlich, ich habe keine... Also es lädt sich wahrscheinlich nicht auf, weil ich nicht genug Energie produziere. Kann ich mir gut vorstellen. Warte mal, ich werde die nochmal abbauen. Schau mal auf deine Gesamtleistung des Stroms. Du brauchst, um die Akkumulatoren zu laden, einen Stromüberschuss. Ach, Nachtbereitschaft. Ja, Überschuss habe ich auf jeden Fall nicht. Ich brauche Eisenplatten mal nochmal. Ich brauche nochmal ein paar Eisenplatten. Kupfer. Irgendwas ist hier immer. 13, na gut. Gehen wir mal nach hier oben. Das mal noch. Gesamtleistung scheint nicht auszureichen, ne? Leistung, verfügbare Leistung. Scheint wohl irgendwas nicht ganz zu klappen. Irgendwas klappt da nicht so richtig. Ich glaube, das haut mit dem Dampf nicht hin und dem Wasser. Ich glaube, ich brauche noch mehr Pumpen. Oder die Leitung ist einfach zu lang. Oder halt, stopp. Ich habe eine Idee. Waren. Wo war denn Lokomotive? Hier war doch irgendwo eine Pumpe, oder? Strom.
Stromschalter. Ich brauche dafür Motoreinheiten. Kacke. Echt nicht da. Dann holen wir die mal schnell. Ja, ich sehe so wunderschön aus. Kürzere Wege oder zwischen Pumpen, ne? Ja, ja, wollte ich jetzt gerade machen. Irgendwo halte ich. Oh, ich hatte irgendwo eine Pumpe. Ich muss nur gucken, wo sie ist. Ich hatte irgendwo eine fertige. Ah, da ist eine. Jetzt weiß ich, wo sie ist. Na, brauche ich hier auch nochmal eine Pumpe, oder? Krieg ich es ohnehin. Falsch herum. Ja, ja, alles gut. Alles gut. 94,2, 94,3. Dampfdruck lässt es auch ab, also. Jetzt komme ich auch schon mal fast dran. ...94,4, also ich bräuchte hier bestimmt auch nochmal eine Pumpe. Dafür brauche ich einen Motor, kann ich den so bauen? Natürlich nicht, mir fehlt Eisen. Fehlt mir ein Eisenzahnrad? Nee. Dieser Gegenstand kann nicht in der Hand gefertigt werden. Oh Gott, jetzt ernsthaft? Ist das denn sein Ernst? Machen wir nochmal 5 Heizkessel. Dann muss ich noch mal kurz abnehmen. Ne? Versuch mal ein Heizkessel mit maximal 3-4 Dampfmaschinen zu betreiben. Wie jetzt ein Heizkessel? Ne, das funktioniert nicht, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Oder soll ich mal das Rohr kappen? Dann hat jeder seinen eigenen. Und der hat sogar zwei.
wie gesagt, da fehlt eine Pumpe da vorne. Oh, jetzt wird es nochmal richtig teuer. Kacke. Was kriege ich denn am Bonus? Wieder 2% mehr. Oh Mann. Sprich. Ah. Jetzt müsste sich der Akkumulator noch aufladen. Ja, jetzt habe ich Überschuss. Wenn der Weg kurz genug ist, ja, du sagst es. Müsste mein Stromnetz ja eigentlich wieder voll sein, ne? Und ohne Probleme laufen. Die lädt sich jetzt erstmal auf, ne? So. Wunderbar. Wenn du es mal probieren magst, Wasser für Energie und Chemie trennen, das hilft. Sechs des Druckes in der Leitung. Ich kann ja, wie gesagt, noch ein paar Pumpen bauen. Warte mal, ich habe doch hier Motoren en masse. Da klaue ich mir jetzt einfach mal ein paar. Und dann baue ich da nochmal eine Pumpe. Wo war sie denn jetzt? Ah, hier Pumpe. Das Schmiermittel ist doch schon wieder fast voll. Schaut es jetzt hier mit Wasser aus, mal gucken. 94,6. Steigt auf jeden Fall. Oder ich brauche noch mehr Pumpen. Ich konnte nicht noch welche bauen. Ein paar können wir noch mal. Aber für deine kurze Spielzeit, wie du sagst, schaut alles schon echt gut aus. Dankeschön, danke. Ich kann mal gucken.